Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Yakuza Like a Dragon. Genau, wir müssen vom Nanban seinen Unterschlupf untersuchen. Und schauen, ob der da irgendwas hinterlassen hat, wo wir wissen, wo er vielleicht hingegangen sein könnte. Ich würde fast sagen, in die Kanalisation oder so. So, schauen wir doch mal, was geht hier ab? Was ist los mit euch? Ihr hättet mich wenigstens noch mal zum Heilungsding gehen lassen. Das ist kein Ort für echte Damen, weißt du? Boss, was ist mit Nanban geschehen, Ichiban? Hallo. Tja, er ist in Schwierigkeiten, also würden wir uns gerne seine Sachen ansehen. Ihr wollt einfach die Sachen eures Freundes durchwühlen, ohne dass er das erlaubt hat? Das ist unsere einzige Hoffnung, ihn zu retten, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich verstehe, dann werde ich euch nicht daran hindern. Wir gehen, sobald wir fertig sind. Kriege ich zuerst Heilung? Nein? Okay, dann halt nicht. Mann, da werden Erinnerungen wach. Da wären wir. Wonach riecht es hier denn so? Wie eine Kombination aus Schweiß und Schimmel. Wo? Oh. Ja, der Gestank ist übel. Siehst du was, was uns helfen könnte, ihn zu finden? Nee. Hey, und hier drin? Noch mehr vergammeltes Zeug. Ein fucking Laptop? Ein Laptop? Nicht gerade typisch für Obdachlose. Ja, ich lag genau richtig. Wirklich? Wie benutzt man das Ding? Was tippst du da? Ich führe ein paar Suchen durch, bei denen die ganze Festplatte untersucht wird. Oh. Suchen? Ja. Wenn die Suche einen Treffer ergibt, sehen wir uns die Datei an. Hm. Ein Treffer? Halt einfach die Klappe und sperr die Augen auf, ja? Mit Computern kann ich nicht viel anfangen, lass ihn mal machen. Sarchan, du kennst dich mit Computern und so aus. Naja, ich habe in meinem Club die Bücher geführt, da habe ich einiges mitbekommen und ich bringe mir das jetzt endlich etwas Respekt ein. Und ob, bitte erleuchte uns in dieser schicksalhaften Stunde. Oh. Hm? Das ist nicht verdächtig. Vorfall von Chincho. Entwurf Version 2. Ja, mal sehen, was hier drauf ist. Hey, du weißt auch, wie man Computer bedient? Ja, jedenfalls weiß ich mehr als du. Du Verräter. Hat er den Artikel für die Zeitschrift geschrieben? Da steht, der Autor sei Shuichi Akiba. Oh. Shuichi Akiba? Das ist Nanbans Bruder. Ja. Geheimnisvolles Falschgeld in Chincho. Die Wahrheit hinter den Gerüchten. Wo sind die Blüten? Die Wahrheit hinter den Gerüchten. Hallo? Kann ich irgendwas machen? Wohl. Ah, sieh mal an, da stehen die Gerüchte über das Falschgeld begann vor über 50 Jahren. Er hat bei den alten Dokumenten wirklich seine Hausaufgaben gemacht, aber das Bruder ist ziemlich gut. Nee. Hey, ist das wahr? Da steht, das Falschgeld kann zum Vorsitzenden der Citizens Liberal Party verfolgt werden. Mhm. Das muss Okikubo sein. Oder er steht an der Spitze der Partei. Tja, Yokohama ist Okikubos Bezirk, aber es ist ein wenig wahrscheinlich, dass das bis ganz nach oben zu ihm reicht. Vorsitzender der CLP, Yukata Okibo. Okikubo. Falschgeld landet in den Taschen des Parteiveteranen Okikubo. Yutaka Okikubo, was weißt du über ihn? Oh. Er ist fast 80 und damit das älteste Mitglied des CLP. Allerdings heißt es, dass Okikubo selbst beim Premierminister in die Strippen zieht. Er hat großen politischen Einfluss. Klingt wie ein Problemlöser. Oh. Das klingt ganz schön zwielichtig. Anders als die meisten großen Politiker war er in all den Jahren nie in irgendwelche Skandale verwickelt. Darum hat er sich wohl auch so lange halten können. Aber wenn das Falschgeld an Okikubo geht, bedeutet das, dass er mit den Komichulu und diesem lilahaarigen Schlampe verbandelt ist. Aber in dem Fall wäre es nicht nur die Komichulu, auch Zao von den Liumang wäre da dann darin verwickelt. Er liefert das Papier, oder? Aber beim Überfliegen des Artikels habe ich keine schlagenden Beweise entdecken können. Dann ist es wohl nur ein Gerücht, dass Okikubo was damit zu tun hat. Stimmt. Selbst wenn der Artikel veröffentlicht worden ist, wäre er nur verleumderisch. Und wahrscheinlich würden die Leute ihn als Klatsch- oder Revolverblatt-Unfug abtun. Aber wir wissen ja, dass das Falschgeld existiert. Genau, das müssen wir davon ausgehen, dass dieser Artikel ein Körnchen Wahrheit enthält. Aber ist es dann nicht trotzdem etwas weit hergeholt, Okikubo mit den Fälschungen in den Zusammenhang zu bringen? Sogar. Gerade wird mir was klar. Was denn? Nanba wusste von Anfang an von dem Artikel seines Bruders. Als er also den Blütenfehldruck bei mir gesehen hat, hat er nichts an getan, aber bestimmt hat er es ihn nervös gemacht. Bestimmt. Das ist ihm wahrscheinlich klar geworden, dass sein Bruder mit seiner Geschichte doch nicht ganz falsch lag. Und es war wahrscheinlich seit langem der erste Hoffnungsschimmer. Darum hat er sich so an mich dran gehängt. Verdammt. Ich wünschte, ich hätte es eher bemerkt. Du hast nichts falsch gemacht. Dann hat der Boss der Komichul immer noch deine Blüte. Ja, ich muss ihn mir von ihm zurückholen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Glaubst du, sie gibt sie dir einfach so zurück? Konzentrieren wir uns, Leute. Das Einzige, was wir hier erfahren haben, ist Okikubos Name.
Ansichten gibt es nichts, was darauf hinweist, wo wir in Namba gegangen sein könnte. Wir treffen sie um 14 Uhr, richtig? Ja. Wir sollten lieber zu High on Tower gehen. Meinst du, das ist es Okikubo selbst, den wir treffen sollen? Ein Politiker? Bestimmt nicht. Heilung! Heilung! Hallo, Edzard. Dankeschön. Er war dann einfach da. Tojo-Clan-Wappen. Ich hab irgendwas im Auge. Entschuldigung. Es ist gerade 8 und ich bin voll müde. Was geht da? Da hinten? Oh, da könnte man uns sogar hin. Da könnte man sogar hinfahren. Porten wollte ich jetzt schon sagen, aber eigentlich ist es fahren. Aber was machen wir vorher? Was machen wir vorher? Wir könnten kurz runtergehen, was verkaufen. Ja, halt, nee, warte mal, bringt ja nichts. Ich wollte jetzt den Ichiban seine neue Waffe kaufen, das bringt ja gar nichts. Du mich auch, Penner. Halt, warte, ich wollte da hinfahren. Das sind doch nicht die... Ja, genau. Schauen wir doch mal, ob der Typ uns was gibt. Wo muss ich jetzt da eigentlich hin nochmal? Scheiße, ich weiß sogar nicht, wo der ist. Das schaut doch noch aus. Was soll der Ping nicht? Mayong. Alter, ihr könnt mich auch mal. Geht's da schon wieder hin? Ah, da geht's hier raus. Ah. Twist Fragrance. Da geht's irgendwo rein. Da war er. Hey, Penner. Ich komme mir selber drauf. Nein, es ist nichts, vergiss es. Hä? Hey, ich dachte, ich krieg Punkte, wenn ich diesen verdammten Sushimon. Also nicht fangen, aber halt. Aufzeichne oder registriere das Zeug aus. Halt, warte, eins Schritt raus. Oben links. Jetzt ist die Frage, wie lange. Sind wir noch nicht da eben? Ah ja, da sind wir auch bei dem Typen. Es war ja so nichts mehr. Bürokatermesse. Das einzige steinharte Kolbasar mit 12. Kostet aber 110. Arigato. Arigato. Chinatown. Chinatown. Bürgertaxi. Willst du meine CD lang singen? Okay. Hey du, Lady, möchtest du meine CD-Sammlung sehen? Tja, CDs, Alter, gib mir doch Zeit, Alter, digital, Bitch. Oh shit, hier laufen auch die Starken rum, ne? Alter, da legen wir uns doch gleich mal mit einem an. Nachdem wir gespeichert haben. Aber warte, wir sind aber auch nur zu dritt, fällt mir gerade ein. Scheißegal, komm, Alter, den hauen wir jetzt auf die Fresse. Komm her! Ihr feigen Schweine, hör auf wegzulaufen. Oh, ich lieb ich's. 16? War die nicht mal stärker? Black Hat Zauberer. Wow. Jetzt zieht auch nur 3 ab.
Okay, das hält er scheinbar aus. Luxusloser Ansturm. Schnapp sie dir! Power! Alter! Kleiner Buster! Stamina X? Hol es dir wieder! Nein, oder? Du verarschst mich gerade, dieser dreckige Bastard. Der hat mir... Ich hab so viel Scheiß dabei, ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass er das klaut. Boah, ich bin gerade stinkig, Alter, aber so richtig. Alter Schwede. Du kannst mir noch nicht erzählen, dass der bei so viel Zeug genau den Scheiß klaut. Alter Schwede. Ihr dreckigen Bastardentwickler, Alter. Boah. Das ist ja mal richtig assig. Aber so richtig hardcore assig. Feuerschlagring. Ach ja, das war das, wo die verdammten Dinger so scheiß teuer sind. Stahllineal. Tachi Dao, eine hervorragende Klinge, die oft von chinesischen Kampfkünstlern gehandhabt wird. Meistersäbel. Hä? Warum kann ich das nicht... Was ist denn das da unten? Heulende Gitarre. Grufti-Mikrofon. Donnerpeitsche. Stahlku... Oh, die hat echt teuren Scheiß, Mann. Nee, machen wir jetzt nicht mehr, brauchen wir nicht. Wir können ja mal kurz... Da. Ja, 300? Haifischloss und Teigtaschen. Geröstete Kastanien für 600. Wird es dann eh wahrscheinlich wieder eine Schlägerei geben, also. Hä? Oh, da ist was. Ach, shit. Hayan Tower, haben einen ganz schönen Nobelschuppen, ob sie wohl dein Essen spendieren? Mit den Klamotten würden sie dich nicht mal reinlassen. Hm? Warum? Außerdem steht ja schon an der Tür, Yakuza oder Ex-Yakuza unerwünscht. Magica. Wirklich? Das war nur ein Witz. Und wir sind noch nicht zum Essen gekommen. Verarsch mich nicht. Ich gehe nie in solche Läden. Na, was ist mit mir? Werde meine Kleidung akzeptabel? Nein. Ich würde sagen, bei dir sieht es nicht besser aus als bei Ichiban. Ich weiß, ich hätte mich umziehen sollen. Mich bereits sagte, wir sind nicht zum Essen hier. Tja, wo du recht hast. Wollen wir dann? Was war es jetzt einfach? Okay. Ich wollte das Ding da außen noch aufheben. Und speichern wäre auch nett gewesen. Aber gut, ich bin ja in der Nähe. Und dann habe ich wenigstens mehr Stamina そんなビビった声出さないでよ。怖いの？元刑事でしょ？直近は何年も教習所員だった。足立さんは怖いんだよ。高級店ってのが苦手なんだろ？まあ、定食屋が専門なんでな。何よ、情けないわね。すまん。時間通りのご到着ですね。でも、 皆さんはもうお待ちですよ。別に遅刻じゃねえんだ。謝る気はねえよ。もちろん私に謝罪など結構です。とはいえ、あの方たちをお待たせしていることはお伝えしておこうと思いまして。あの方たち？誰なんだ？リハミン。さあ、どうぞこちらへ。ご心配なさらずに春日さん。今ここに危険がないことは、この反順義が保証します。 さっき俺らに銃を向けてたおめえに言われても信じらんねえな。ここは肉の壁の外です。先ほどとは状況が違います。お分かりで。 Die haben wir number. 入りなさい。孫妃の声ね。だな。
Ja, Kasuga-kun, genki? Chou. Sore ni. Nani? Ano oji-chan, dare nano? Kara. Yatsu ha Hoshino Ryūhei, Seiryū Kai no Kaichō da. Eh? ということは、じゃあこの3人は？ああ、偉人さん、そのトップ全員がこの場に揃ってるってことだ。カズナよ、これは一体どういう状況だ？Scheiße, ist er der Anführer? Von den dreien. Oh ja, jetzt darf ich speichern, toll. Drei Spinnen. Kann es sein, dass die zusammenarbeiten und diesen ganzen Scheiß nur vortäuschen? Ich meine, die treffen sich jetzt wirklich nur wegen einem Typen wie Nanban. Oder Nanba. Um zu beschließen, ob er stirbt oder nicht. Kapitel 8. Gebleichtes Schwarz. Dozo, nakama de. Ne, kōsō chū janakatta no, kono hito tachi? Ah, sono hazu da. Okashina toko de oai shimasu ne, Hoshino Kaichou. Soshiki doushi wa kōsō ga honkaku-ka suru sunzen tte no ni, koko wa bessekai no yō janai su ka. Ore tachi 3 nin ga au no wa nen ni ichido aru ka nai ka da. だが、肉の壁の均衡を保つため、情報を共有する必要があれば、こうやって膝を突き合わせて会うことだってある。今、下の門同士が血流し合ってます。止めなくていいんですか？うちの青龍会は若い者を二人、蜂の巣にされた。そして半貧龍門は庭先まで勝ち込まれた。こうなった以上、簡単には止められん。先に引いた方のメンツが潰れるからな。何の理由もなく、矛は収められん。そういうこと、うちだって同じ。なるほどね。じゃあ、ここで何やってんだ。トランプでもやって、この構想の勝ち負け決めんのか。そのアイディア、いいね。ふざけんなよ。すでに人が死んでんだ。なのにあんたらがここでこんな狙いごっこしてるって下々の連中は知ってんのか。知らねえだろ。あんたらそれで平気なのかよ。春日よ、自分の物差しで勝手なことばかり吠えてんじゃねえぞ。でも会長、高部の頭は今この蝶が拉致ってて。拉致ねえ。でも君が言うよりかは頭はうちで丁重にもてなしてるよ。俺としちゃ返す口実があればすぐにでも解放したいくらいだけど。じゃあこのままずっと睨み合ってる状況が続くってことですか。そういうことになるな。でもまたいつ死人が出るかもしれねえのに。だからこそ睨み合いの状況が必要なんだ。兵隊らが本気で睨み合ってこそ三すくみだ。均等な三角形は外部からの圧力に対して高い強度を持つ。日本も独裁の構造から三権分立になった。それが最もバランスがいい。つまり理にかなっていたからだ。わかるか。今さらここで戦後の話かよ。あれ何か。ああ、そうだ、戦後の話だよ。この町の構造が生まれたのもな。戦後混沌に生まれたのが闇市。そこで初代青龍会が起こった。そこで今ある偉人町の基礎は作られたと言える。その頃わずかに離れた横浜中華街では中国人同士の2つの勢力がその主導権を求めて争っていた。そして勝利した一方は今でも中華街で繁栄した。
そして破れたもう一方は後にハンピン・リューマンとなる中国人たちだった。ハンピン・リューマンは生きる場所を求めて異人町へ追いやられた。だが流れ着いてきたよそ者を清流会も黙って受け入れるはずもない。ハンピン・リューマンと清流会との間には当時多くの血が流れた。歴史の話って始めるとやめ時に困らないですか？退屈か？だが歴史を知らずにこれの話はできん。お前の持っていた偽札だ、カスカ。清流会はそいつを承知だったんですか？ああ、コミジュルで刷られた偽札の日本円は全て俺の元に集められる。じゃあ清流会が全部裏で糸引いてたってことですか？どういう意味だ？中国圏の偽札はマブチが勝手にやってたことでも、元は日本円の偽札作りがきっかけだ。そしてその偽札の日本円を吸ってたのはコミジュルで、輸入するための基地はハンピン・リューマン。でもそれを全て手に入れてるのが清流会。あんたら全員グルだったのか？春日君、結論急ぎすぎ。落ち着きなさいって。こっちはイライラしてんだ。そもそも清流会の人間に間違われて、拉致られて、抗争の火種だの因縁つけられて、難波の賢者殺されかけて、挙句いきなり抜き打ちで偉人さんのトップに出くわしてんだ。落ち着いてられっか？まったくよね。じゃあ清流会が、つまりあんたが一番得してるって話かよ。偽造された縁の最終的な行き先は俺のところじゃねえ。荻窪豊の懐の中だ。荻窪豊？さっきある記事で見ましたよ。民事党の重鎮ってやつ。じゃあマジであんたら揃って荻窪を支えてるってことか？なんでそんなこと？それがこの地の歴史だからな。え？もう60年も前になる。異人町の偽札作りを発案してきたのは荻窪だった。あの人が清流会の初代とハンピン・リューマンのボスへ話を持ちかけてきた。政治家が偽札作りを？清流会とハンピン・リューマンへ？何のために？当時の荻窪は市議会議員の一人に過ぎなかった。だがあの人はもともと異人町を縄張りにしていた清流会の連中と、異人町へ流れ着いたハンピン・リューマンが限られた島を巡って抗争する様子を見て考えたんだ。争い続ける男たちとその家族を何とか救えないものかと。そして自分にできることを探し続け、出した結論が偽札作りか。そうだ。荻窪はまず敵対する組織同士に共通の利益を持たせるため、偽札作りの役割を分担させた。大陸から特殊な紙を仕入れるのはハンピン・リューマン、印刷と運搬は清流会という具合にな。で、作る方法は荻窪が？そうだ。その施策が異人町の平和には必要だと荻窪は信じていた。だから何としても実現するため、彼はありとあらゆるコネを使い、紙幣の原料や配合を調べ上げてくれた。まあ当時のその偽札も今思えばそこまでの出来ではなかったがな。今の出来が良すぎるだけだ。そして荻窪はすられた金をこの町の警察連中にばらまいた。警察に？清流会やハンピン・リューマンに渡したんじゃなくて？金を渡しただけで争いは減らん。根本的な解決にはならんのだよ。荻窪はそこをよく分かっていた。そうっすか。じゃあどうして警察に金を？彼の目的は警察を意のままに操ることだった。
渡された金で警察の連中は骨抜きにされ、気がつけば荻窪の言いなりになっていた。そして荻窪は警察に異人町のある区域を中心に取り締まりを厳重に強化するように指示を出したんだ。治安の強化よね。いいことじゃん。偽札使って治安強化って言われてもよ。単なる治安強化が目的じゃない。その区域でハンピン・リューマンの人間を清流会の組員が追い出そうとしても、すぐに警察が動き騒動を阻止できるようにしたんだ。つまり抗争が限りなく起きない区域を荻窪は作った。なるほど。そりゃハンピン・リューマンにはありがたいことだ。察しがいいな。結果その区域は異人町のグレーゾーンとして保護され、抗争は減り、行き場のなかったハンピン・リューマンはその区域を最後の居場所とすることができたんだ。でも清流会はそれで納得できたのか？ハンピン・リューマンには無条件で島と仕事を与えられたわけだろ。まあな。しかし清流会も偽札作りによって継続的に大きな報酬を手に入れることができた。それだけじゃねえ。組員が無茶やらかしても警察が出る前に荻窪の一声でもみ消してもらうこともできた。その上でハンピン・リューマンとの抗争で兵隊を失うこともなくなったんだ。つまり清流会にも得るものはあった。十分メンツは保てたんだよ。荻窪ってかなりのやり手なわけね。ある意味政治家らしい仕切り方っつうか。ふん。荻窪から授かった恩恵を理解できたか？確かにわかりますよ。そしてその恩恵は我々にも同じ。80年代になってコミジルもそのグレーゾーンに救われることになった。え？かつて韓国人同士が集ってジンゴン派と呼ばれた組織が我々の母体だ。例えば彼は数年前までそのリーダーの影武者だった。ジンゴン派は幾度となく敵対組織に潰され、その度に同胞はチリジリに異人町へ流れ着いた。私も幼かった頃母に連れられてここに来た。常に争いの渦中にさらされていた我々にとって異人町は安心できる場所だった。やがて噂を聞きつけた同胞も増え、我々は徐々に土地に根付いていった。しかし身の安全だけでは生きていけない。同胞の数が増えるたびハンピン・リューマンとのトラブルも増していった。じゃあハンピン・リューマンと戦争も？いや、そうなる前に荻窪は手を打ったのさ。ある日我々は荻窪豊から偽札作りの印刷の工程を清流会から引き継ぐよう提案を受けた。安住の地と収入の保証、その提案を拒否する理由はどこにもない。さらに全ての秘密が漏れぬようその監視も我々が命じられた。それが異人町の至る所を見張る監視システムを作るきっかけになったのさ。そして清流会、ハンピン・リューマンと共にコミジルも異人町の一角を担うに至った。そして異人さんが完成したってことか。以来長年にわたって我々と荻窪は密かにお互いを支え合ってきた。荻窪は異人町から生まれる無尽蔵の財源を駆使し民事党幹事長の椅子を手にした。もう今の内閣にもあの人と張り合える者はいない。なるほど。そういう歴史で一つの秩序が完成し、その発案者も出世したか。でも感心しねえな。所詮は臭いものに蓋をして得た秩序ってことだろう。なんだと？結果がどうあれやり方が間違っていると言いたいんだな。では例えば警察はどうだ。戦後の焼け野原の日本において警察とヤクザの関わりをあんたは説明できるのか？明と暗、それぞれが力を駆使し復興を目指し、それを遂げて現在がある。
その事実をあんたは否定できるのか？そりゃ、その…今そういう話はいいじゃないですか。とにかく、今教えてもらった話が偉人町の過去ってわけですよね。でも、俺らが気になってんのは今後の話です。俺らがここに呼ばれた理由は、要は何です？Zeit herauszufinden, was die drei von Jichin mit uns vorhaben. Kasuga-kun no otomodachi. Namba-kun wa kieta ototo o sagasu tame ni kono machi e mogurikonde kita. Ototo o sagasu tegakari wa ototo ga otte ta nise satsu o ou koto ga ichiban da to omottan daro ne. Soshite komijuru o kagi mo attari shite sa. Dakara motomoto Namba-kun wa ijin-san ni wa tsuyoi tekii o motteru de shou?でも夜によってそんな男が偽札作りの現場を実際に見ちゃって行方をくらましたとあっちゃねえ。難波の口を塞ぐ必要がある。そんなこと俺らに知らせてどういう気だ。やめてくれとお願いすりゃ難波は見逃してくれんのか。本来ならお前らもこのまま見逃してはおけん。だが俺はこの偽札をお前に持たせた人物に心当たりがある。え？ああ？何だと？その人物に免じてお前には目をつむろう。誰がこの偽札を俺に？どうしても教えてほしければナンバを捕らえてこい。お前ら自身の手でな。なんちゃんを？でもそんなことしたら。そうかい、カズガ。だったらお断りだ。ダチを売ってまで知りてえことなんざ何もねえ。それで話はしまいかい。もしもの話、偽札の秘密が漏れれば、肉の壁は力をなくす。偉人町のグレーゾーンは消えてなくなるんだよね。困るんだろうな、あんたらはな。肉の壁は治安が怪しい反面、何らかの理由で追われた人間にとってはここが最後の安全地帯ってことって説明したよね。ああ、聞いてたぜ。鈍いね。ここに入ってこれない連中ってのは東上界や近江連合もそうなんだよ。つまりここのグレーゾーンのおかげで命拾いした人間の中にはさ、春日君も入ってんじゃないの？カムロ町で撃たれた後、お前は肉の壁にいたからこそ近江のとどめを刺されずに済んだ。なるほど。そう来るかい。俺にはこの町に借りがあるってか。あんまり人事みたいな顔してるからさ、意地悪言ってみたくなっただけ。くそ。でもやっぱダチを売るような真似は。待て、断る前にもう一つ大切なことを言っておく。何です？難波にはすでに資格を放ってある。何だって？資格って誰だ？はい、うちが引き受けました。ハンピン龍馬が。しょうがないじゃん。まあ捕まえてもできる限り苦しまないように始末するようには伝えたよ。ただうちの子たち最近仕事が荒いんだよな。てめえ止めさせろ。そりゃ無理。俺は偉人さんのために始末する方に一票だから。どうする、放っておいたら難波は死ぬぞ。でも連れてきても殺すつもりでしょ。お前が難波をつかめろ。ハンピン龍馬よりも先にな。いや、そんなこと言われたって場所が。それなら私の方で目星がついています。この先はお前次第だよ、春日一部。とにかくまず難波を死角から救うのが先ってことか。Okay, Alter, das ist ein bisschen viel jetzt nach und nach gewesen. Vor allem um die Uhrzeit ist es mir schon fast zu viel gewesen. Gut, weil ich einfach müde bin. Wirst du wissen, wo Namba jetzt ist, Kasuga-san? Hast du ihn schon gefunden? Yeah. Eine Idee ist sicher, weiß ich jetzt nicht. Aber die Yokohama Limang suchen nach ihm. Wo ist Namba?
Oh. Und wo ist Namba dann? Nichts weist darauf hin, dass er Ichincho verlassen hat. Solange die Komi-Schule im Auge haben, wäre das unmöglich. Könnte er zu der Polizei gegangen sein? Ich glaube, das würde er nicht riskieren. Kann nicht wissen, welche Polizei denn drei von Ichi nahe stehen. So, wo würde er dann hingehen? Hey. Na, dann würde ich mich bei Bleach Japan am besten aufgehoben fühlen. Was? Den haben wir auf die Fresse gehauen. Bleach Japan? Sogar. Verstehe, es kann sein, dass sie bereit wären, ihn zu schützen. Hm? Ich habe die Überwachung der Geschäftsstelle von Bleach Japan schon verstärkt. Wir haben ihn dort nicht gesichtet, aber möglicherweise ist er auch schon drin. Nee. Wir machen Ichiban. Sagen wir erwischen Namba und bringen ihn her. Was würdet ihr mit ihm machen? Das ist nicht meine Entscheidung. Aber wenn ihr nichts tut, werden die Auftragsmörder ihn am Ende erwischen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Wohl. Verdammt. Wir haben keine Zeit für sowas, Kasuga. Wenn wir ihn als Erster finden wollen, müssen wir vom naheliegsten ausgehen. Na. Wo ist die Geschäftsstelle von Bleach Japan? Das Harakurio Building am Carriage Highway. Ihre Zweigstelle Yokohama ist in der ersten Etage. Alter. Zu viel Blabla, ey. Ja, aber dieser Politiker scheint ja dann doch eher Gutes im Sinn zu haben. Ich meine, klar, er hat sich selber auch mitgepusht. Aber er hat halt so verhindert, dass hier echt alles eskaliert wie Sau. Ich will mal dahinter. Oh. Bienenstock. Das da. Ah, ein Safe. Wie steht denn diese Saves überall eigentlich hin? Akete miru ka. Aita ze. Retro-Gitarre. Was soll denn hier sein? Okay, scheinbar kommt hier noch was. Komm her! Auf die Schnauze! ...1623 Offiziere der chinesischen Mafia. Ah nein, jetzt muss ich an ihm vorbei! War das Pier so loco? Shit, Alter, könnten die mal bitte mehr in die Reihe gehen? Nein, jetzt ist der weggegangen. Du hast auch überlebt. Oh, er blutet. Unachtsames Aufspießen zieht zwar einiges ab, aber... Warte mal, der ist schwach dagegen. Scheiße, aber ich komme nicht... Klar, geh halt extra dahin, die Penner. Wuchtwurf. Alter. Ja, 53 ist zwar echt viel. Reicht es? So, jetzt ist der auch weg. Sehr gut, hat gereicht. Was kriegt man? 18 nur. Ist halt eigentlich fast nix, ne? Achso, da ist wieder sowas.
So, da oben ist noch was anders. Da oben ist der Waffenladen. Alter, daneben. Da vorne ist aber noch ein Taxi. Boah, nur da unten. Ist auf jeden Fall näher dran. Und wir kommen. Ach ne, das Obdachlosen-Ding ist da unten, ne? Ja, wir gehen dann runter, heilen uns, rennen dann geradeaus nach oben und gehen zur Hauptmission. So ist der Plan. Noch. Oh, während ich das aufnehme, ey, morgen ist dann Dienstag, der 22.12. Damit ihr genau wisst, was ich für einen Tag meine. Endlich wird mein Internet wieder repariert. Alter, das ist vielleicht arschig. Wenn du halt wirklich auf YouTube was hochlädst, hey, bist du so im Arsch, wenn du da in der Internet freckst. Und das auch bloß, weil ich Mist gebaut habe. Warte mal, ich kann hier suchen? Schatzsuche. Halb gegessenes Bento. Halb gegessen. Geil. Wie viele hier jetzt rumrennen? Wollt ihr mich verarschen? Alter, wie er einfach weiterfährt. Ich dachte, die stoppen vorher. Da ist noch ein Typ, den ich anheuern kann. Irgendwie hat jede Stadt einen scheiße Wissenrad, ey. Wie viel Kohle haben wir? 103. Stimmt, wir haben ja nichts gekämpft, das war jetzt eigentlich nur labern. Toshu-Clan-Wappen. Spinne. Die Frage ist eher, wie viele findet man noch? Warte mal, wo laufe ich eigentlich gerade hin? Ah, das Taxi ist nicht auf der Karte, das haben wir noch nie angesprochen. Hallo, Taxi. Hallo, Lang soll es hingehen. Ich wollte nur, dass du registriert bist, Alter. Muss ich denn da noch? Aus der Bahn. Hier ist weit und breit keins. Da unten geht's lang, auf und davon. Sind eigentlich vorher schon an den Bäumen so viele Viecher gewesen und ich hab's immer ignoriert? Warte mal, was ist da? Da ist was. Toshu-Clan-Wappen. Der wollen jetzt an jedem Scheiß Exo und Toshu-Clan-Wappen. Ich weiß immer noch nicht, ob wir den wiederbeleben werden oder so.